Beachte nun, der Sprecherausschuss muss bei jeder Kündigung eines leitenden Angestellten gehört werden. Sonst ist die Kündigung unwirksam nach § 31 Absatz 2. 31 Absatz 2 im Sprecherausschussgesetz. Da bitte auch mal reinschauen. 31 Absatz 2 Sprecherausschussgesetz. Sie sehen eine parallele Regelung, wie wir sie gerade schon kennengelernt haben, für den Betriebsrat, für die nicht leitenden Angestellten, haben wir im Sprecherausschuss für die leitenden Angestellten, der muss gehört werden bei jeder Kündigung eines leitenden Angestellten, sonst ist die Kündigung unwirksam. Ja, sie ist nicht nichtig, sie ist unwirksam.